bitte nicht ins Gebäude! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ich hatte vergessen, dass ich direkt in die Action reingeworfen werde, sobald ich wieder reinkomme. Ich wollte es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, euch mal kurz hallo zu sagen. Ja, in der letzten Folge gab es diesen Überfall, den wir jetzt gerade sehen. Und alles geschah irgendwie ganz schnell. Und da musste ich aber leider trotzdem eine Pause machen, weil die Folge schon so lang war und ich auch weg musste und keine Zeit mehr hatte. Und ja, das holen wir jetzt nach. Ja. Oh, wann ist er denn bitte tot hier? So, was ist mit dem da oben? Der gehört zu uns, ne? Nehme ich mal an. Können wir hier nicht... So, das ist doch besser. Ach, wir können doch da hochlaufen. Okay. Auch kein Thema. Ich weiß gerade nur nicht. Moment, wo sind sie denn überhaupt? Oben sind noch Leute. Ich weiß aber nicht, ob es so gut ist, wenn wir jetzt da hochlaufen. Da haben wir keine Deckung, oder? Wir probieren es trotzdem. Ach, nein, du sollst laufen, Joel. Laufen. So. Ach, da hinten. Okay, dann... bisschen in Deckung bleiben, bitte. Achso, Moment, da können wir auch in Deckung gehen. Mit A war das, ne? Sehr schön. Ach, da. Ist auch nur noch der eine, ne? Nein, nicht wieder runtergehen. Ich wollte gerade schießen. Genau, bleib einfach oben, während du nachlädst, Joel. Kein Thema. Ist der jetzt schwer getroffen oder ist der jetzt tot? Nee, er bewegt sich noch. Okay. Ich könnte theoretisch nach da vorne laufen. So. Ja, schieß bloß nicht in dem Moment, wo du direkt am Kopf dran bist. Kein Thema. So, jetzt aber. Einen Schuss habe ich noch, aber wir ballern uns das Ding jetzt. Haben wir hier noch Munition? Hallo? Keine Ahnung. Die stehen jetzt da oben so in Deckung. Ich würde gerne hier unten erstmal gucken, aber da sind noch Leute drin. Okay, die Frage ist, kann ich die jetzt... also eins. Ne, Moment. Das sind aber nur die beiden von uns, oder? Oh, ne. Anscheinend ist tatsächlich noch einer drin. Den hat es das Gesicht weggefetzt. Achso. Ich würde sagen, der ist nicht so dolle, wenn wir da jetzt... Moment, ich gehe mal hier rüber. Ist das nur der eine? Einmal nachladen, Joel. Okay, kein Nachladen. Wir haben keine Munition mehr. Da ist... doch, rechts ist noch einer drin. Kommen wir da so rein vielleicht? Das wäre schön. Aber der wird wahrscheinlich in unsere Richtung gucken, nehme ich mal stark an. Oh, es sind sogar zwei. Ja, fast. Komm rüber. Dann komm halt nicht rüber, dann kriegst du die Machete rein. Wieso hat der den jetzt nicht gegriffen? Was war denn das für ein Quatsch? Der ist jetzt am Ballern, oder was? Könnt ihr etwas sehen? Nein, kann ich nicht. Genau, geht ihr mal... Räuber, sie kommen ins Gebäude. Was war das? Irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur... Sie sind hier, Ellie, versteck dich. Maria, verdammt. Genau, Ellie, versteck dich. Keine Panik, wir kommen. Ich muss nur vorher erstmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Munition oder sowas finden. Halt, da war doch gerade was. Nee, das war nur tauschen.
Natürlich, wenn man Munition haben möchte, dann bekommt man keinen. Das ist doch klar. Immer lassen diese Idioten alles fallen. Aber sobald man mal Munition braucht, weil man gerade am Ballern war, lässt keiner was fallen oder so. Aber da kamen doch auch welche her, ne? Erstmal ganz gemütlich hier gucken. Oh, Ellie ist in Gefahr. Erstmal noch Munition suchen. So. Halt. Ich hab gerade... Da. Zwischen den Beinen hätte sowas liegen. Was für ein Ferkel. Okay. Ach, da auch noch. Ah. Moment, wir müssen ja erstmal eben... Die ist schon... Ah ne, 13 Schuss insgesamt. Die ist noch nicht aufgeladen. Sehr schön. Jetzt bin ich doch doppelt froh darüber, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Der hat anscheinend keine Munition dabei. Was ist hiermit? Ist nur ein Backstein, ne? Okay. Ja, cool. Ellie, wir retten dich. Jetzt habe ich die Zeit dazu. Fast die Zeit dazu. Ich muss hier nochmal kurz gucken, ob hier noch irgendwo Munition ist. So. So viele Leichen, ne? Aber so wenig Munition. Vor allen Dingen, die haben alle nur noch 4 Schuss übrig. Ich meine, was denken die, was die hier machen? Die haben doch hier einen Angriff gemacht. Haben die dann, sind die dann nur mit 10 Schuss gekommen oder was? Ist doch nicht normal. Was ist denn hiermit überhaupt? Brauchen wir das für irgendwas? Schaltpläne für das Kraftwerk. Ist immer gut, habe aber keine Ahnung, was ich damit machen soll. Insofern, ja. Das sieht ziemlich kompliziert aus. Ne? Finde ich auch. Wobei, du bist hier der Fachmann, Joel. Also, nicht unbedingt fürs Kraftwerk, aber... So. Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Darunter wahrscheinlich. Achso. Wo sind sie denn? Wenn die hier stehen? Oh. Da hinten sind sie. Okay. Das ist aber eine denkbar blöde Position, die ich jetzt habe hier. Wo war denn jetzt da noch einer? Hä, da hat mich doch gerade einer im Visier gehabt. Wollt ihr mich verarschen? Nein, lauf, Joel. Mann. Kann der mal einfach hier bleiben? Wo ist der denn jetzt? Da. Also die automatische Zielerfassung ist echt scheiße, muss ich sagen. Das wollte ich nur mal anmerken. Weil anfangs lief das alles wunderbar, aber jetzt ist es irgendwie, ich weiß nicht. Ach, jetzt hängt er da hinten rum, oder was? Nehmen wir jetzt doch wieder den anderen. Willst du mich jetzt vergackeiern? Jetzt kommst du doch noch... Pass auf, Junge. So nicht, mein Freund. So nicht. So. Jetzt kommen hier die Nächsten, oder was? So, ein Schuss, ein Treffer. Oder auch nicht, weil der Typ lebt noch. Habe ich noch eine? Oh ja. Von da rechts schießt er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ey, nimm bloß nicht den, der gerade draußen ist. Was ist das? Sind die zu weit weg oder was? Das ist doch bescheuert. Ich habe die mitten auf den Kopf getroffen, aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Ich weiß auch nicht. Kommen die jetzt hier rechts runter oder? Bleiben die da schön brav? Ich glaube, die bleiben schön brav oben, oder? Rück die auch noch mal mit, ja? Das ist doch schön. Ach, da ist auch noch einer.
So voll auf die Brust getroffen. Ah, der zuckt nur. Moment, der Link ist aber erledigt, oder? Das sieht jetzt nicht so aus. Alter, hab ich eine Scheißposition. Leute, geht mir doch mal aus dem Weg. Ich will auch schießen. Ja, natürlich, genau. In dem Moment geht er runter. So, hast du jetzt davon. Ja? Sicher? Dann gehe ich auf Munitionsjagd. Nee, wir gehen jetzt noch nicht zu den Frauen. Die können sich selber wehren. Ellie ist da perfekt drin. Die ist ganz cool und die ist locker und die ist super. Die kann das auch alleine. Die kann mal einen Moment ohne mich. In der Zeit gucke ich dann hier mal eben nach Patronen. Wobei das irgendwie schlecht aussieht. Wow, ich habe die wirklich ein bisschen weggefetzt teilweise hier. Okay, ich habe doch hier eben auch noch was blinken sehen. Ach, das war... Es hat nicht geblinkt, das war hier diese Anhängerkupplung oder was, das ist keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. So, Schrotmunition, das ist schön. Bringt mir nur nichts. Oder das ist Gewehr, dieses eine gewesen, das kann auch sein. Wieso liegt der hier unten rum? Hier unten haben wir gar nicht hingeschossen. Ist denn hier auch noch irgendwas? Ich denke mal, Firefly-Anhänger werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Was war das? Das war eine Flasche. Toll. Na gut, dann stürzen wir uns mal auf ins Verderben. Da, da, da. Nimm's dir, Joel. Nimm's dir. So. Wow. Wer hat den denn bitte von hinten erledigt, als er gerade abhauen wollte? War ich das? Ich bin mir nicht sicher. Ach, jetzt hängen die hier unten wieder. Moment, das sieht nicht gut aus. Wo kann ich denn da in Deckung gehen? Hallo? Da drüben! Joel! Jetzt mach schon! Wo sind die? Ja, Joel, jetzt mach schon! Was soll ich denn machen? Achso, das sind aber unsere Leute. Nee. Sollte ich das machen, oder was hieß das? Tommy, erklär dich mir doch einfach. Das Problem ist, ich sehe den nicht so richtig von dieser Seite aus. Ah, jetzt. Voll daneben am Ballern hier. Mein Gott. Ich sollte vielleicht doch mal den Rückstoß ein bisschen besser machen. Was ist denn mit hier oben? Komm sofort, Jungs und Mädels. Ich guck nur noch mal eben. Ist aber keine neue Munition, ne? Schade. Wieso rennt der... Moment. Die sind... Links ist keiner drin, so wie es aussieht. Die sind alle rechts. Also geradeaus, nicht rechts. Das sind die Mädels, okay. Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ja, ich passe auf. Ja, ich passe auf. Komm raus aus deinem Versteck. Oh. Gib mir Deckung, das wirst du büßen. Ja, das war's wohl mit Deckung, wa? Ach, der ist immer noch da, okay. Was ist denn mit dir? Kommst du auch mal? Moment, der andere. Ah ne, das haben wir jetzt keine Patronen für. Okay. Ja, kommt der auch nochmal? Weil da hinten weiß ich nicht, ob ich den treffe von hier aus. Gib mir Deckung. Ich hab ihn. Hallo. Gib mir Deckung, dann haue ich ihm so die Fresse an. Oder auch nicht. Genau. Ellie, erschieß ihn.
Oder von mir aus auch Tommy. Kannst mich mal. Ich bin tot. Ja, darum Tommy? Ging's. Maria. Alles okay. Die Kleine ist hier. Das war verdammt knapp. Ne? Wenn ihr aber auch so blöd auf uns... Hallo? Bist du Nein. okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Einer reicht. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich habe sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, bleib vorsichtig. Da, ja. Da sind Spuren. Wie reite ich denn jetzt? Moment. Ah, okay. Also ähnlich wie beim Laufen. Gehen wir. Da sind Spuren. Das ist gut. Hier ist alles irgendwie am Blinken. Oh, ich reite, wie ich Auto fahre. Das ist das Problem, wenn man so einen Stick dann hat. Und der dann ja auch noch... Muss ich ja drücken? Springt sie von alleine? Sie kann nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Oh, Pferd. Kannst du nicht konstant einfach mal galoppieren? Ey, ich presse hier die Galoppiertaste runter. Hier geht's nicht weiter. Und nu? Sollen wir da durch? Komm, ja, da sind sie auch durch. Da sind sie vor allen Dingen durch. Da ist sie durch. Man sieht doch die Fußspuren. Ellie, was soll das denn bloß? Tja, vielleicht hat Ellie die Schnauze voll gehabt, Joel. Wollte den anderen nicht zur Last fallen. Schon mal daran gedacht? Okay, na los. Ich sehe hier... Doch, hier sind wieder Spuren. Da, Spuren. Okay, gut. Da, Spuren. Aber das Spiel setzt einen dann so hoch, dass man die Spuren nicht mehr sieht. Ach, hier. Komm. Ja, komm. Lauf ein bisschen schneller. Da unten sind auch nochmal Spuren. Boah, Ellie, wenn ich dich hab, ne? Du kriegst so Popohaue von mir. Du kannst doch nicht einfach abhauen hier. Sie ist nach rechts, wenn ich das richtig sehe. Gibt es hier zufälligerweise irgendwo einen Anhänger, den ich holen kann? Das wäre natürlich ganz cool. Ich wollte eigentlich die Munition ja noch eingesammelt haben, aber die Idioten haben dann direkt hier die Zähne da eingeleitet. Hallo? Ellie ist hier durch? Mit Pferd? Ohne Probleme? Und ich werde hier abgeschossen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Oben links ist einer, oben rechts ist einer. Jetzt habe ich natürlich keine Scharfschützenmunition mehr, ne?
Doch, Moment. Zwei Schuss, naja, immerhin. Und die ist voll. Ja, was ist jetzt mit euch? Oh nein, oh nein, 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 nein. Der ist böse. Der Typ ist böse. Es wäre nur schön, wenn er nochmal seinen blöden Kopf da rausschieben würde. Nein, der lebt immer noch. Willst du mich verarschen? Wie oft muss man die immer voll treffen? Na gut, das kann natürlich sein, so wie die manchmal zurückhauen, dass sie dann nur an der Schulter getroffen werden oder so. Also sind zwei, oder? Nee. Warum? Entschuldigung, warum? Doch, zwei. Kann man da nicht einfach hinlaufen? Habe ich jetzt... Nee, natürlich habe ich den hinteren jetzt wieder nicht getroffen. Das war ja klar. Oder? Nee, der steht immer noch da. Ich habe den jetzt voll erwischt. Der ist voll nach hinten geknallt. Wenn der jetzt immer noch nicht tot ist, ne? Kann da jetzt von der anderen Seite noch einer? Hm. So, Kleiner. Zuck einmal. Was ist da? Doch einer von der anderen Seite. Ja, bloß nicht draufhauen, Joel. Bloß nicht draufhauen. Jetzt ist da noch einer, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier verkackeiern? Mann, ich war so drauf konzentriert, diesen Blödmann da vorne zu erwischen. Und Ziel natürlich komplett daneben. Willst du mich verarschen? Jetzt rennt er weg. Sag mal, Tommy. Gib mir Deckung, ich geh vor. Ich passe auf. Passt aber nicht gut auf, Junge, muss ich mal sagen. Ha! Tommy, ganz ehrlich, du hättest jetzt schon lange schießen können. Ah, warte mal. Oh, ich habe ja noch eine andere Waffe, genau. Die habe ich total vergessen. Wo ist der Typ jetzt? Hallo, guck mich so doof. Geht einen ganz schönen Ruckstoß, muss ich sagen, aber... Das waren alle. Echt jetzt? Komm, zu den Pferden. Jetzt habe ich mich gerade mit der Waffe angefreundet und du sagst, das waren alle. Ernsthaft? Boah, ist das blöd. Ich brauche hier verschiedene Holster. So, das ist erstmal für einen Normalkampf und das ist für einen... So. Hier liegen aber doch überall noch so Leichen rum. Guck mal, der hat auch nochmal Munition. Können wir denn da oben... Eigentlich, ja, da muss ich doch hochklettern können, oder? Also, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so begeistert, gerade von meinen Schusskünsten heute. Ich glaube, es ist einfach zu früh am Morgen. Oh ja, also es ist immer gut, auch wenn ich keine Ahnung habe, wofür das eigentlich ist, weil ich es bis heute noch nie benutzen konnte. So. Halt, stopp, stopp, stopp. Da ist noch was. Sehr schön. Die Frage ist, ist das für mein... Ja, ist es. Sehr geil. Ist die auch aufgeladen? Ja. Okay. Die Frage ist jetzt nur, da oben war doch noch einer, oder? Oder sind die jetzt alle da runtergekommen? Ich meine, irgendwo... Ja, meine ich doch. Da habe ich doch einen noch erschossen, der noch da liegen müsste. Zwei sogar. Das ist voll. Das ist eine Pistole, die man nicht nehmen kann. Alter, was ist mit dir passiert? Ach so, das ist der Boden. Ich glaube, der hängt in so einem Pilz drin oder sowas. Okay. Ja. Dann reiten wir mal weiter.
Mit dem Wissen, dass Tommy nicht so ein guter Schütze ist, wie wir gehofft haben. So, können wir hier noch irgendwas machen? Irgendwie noch Munition oder sowas gucken? Ich würde gern. Oder vielleicht gibt es hier noch einen Anhänger und die verarschen einen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt weiter. Ah, guck mal, guck mal. Oh, ich habe keine Messerverbesserung mehr, fällt mir gerade auf. So, hier unten ist noch was Schönes. Aber das habe ich alles voll. Das finde ich nicht gut. Das ist nicht nett. Das ist böse. Da oben kommen wir nicht rein, so wie es aussieht. Okay. Ja. So, Stolperdraht. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Ja, die Frage ist, haben die überhaupt auf sie geschossen? Weil da keine Leiche liegt und kein Pferd liegt, behaupte ich mal einfach, dass, ja, Ellie wird ja jetzt nicht im Vollgas da durchgerauscht sein. Also, dass sie vorher noch nicht da gewesen sind, behaupte ich mal. Da können wir theoretisch auch noch was machen und gucken. Bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt der Spur folgen sollen. Andererseits, glaube ich, ist das nur für die Optik hier, ne? Ich weiß nicht. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier irgendwo ein Firefly-Anhänger oder so hängt, weil dann, oder liegt, oder vergraben ist. Weil das fände ich echt fies. Okay, na los. So, das sind diese typischen Szenen, die dafür sorgen, dass das Spiel unnötig in die Länge gezogen wird. Ach, wie ich es liebe. Die Frage ist, wo ist Ellie? Komm! Ja, auf der Ranch! Unser ja. Pferd. Sie muss da drin sein! Ja, ich weiß. Ich wollte es mir eigentlich nur für die Folge anschauen, aber irgendwie ist das mehr hinderlich gewesen als alles andere gerade. Sieht sicher aus. Warum hat sie eigentlich das schönere Pferd? Ach so, ja, toll. Ich dachte, ich weiß, ach so, da kommen wir jetzt so nicht hin. Ich dachte, dass jetzt eine Sequenz anfängt und er macht nichts quasi. Ich würde gerne hinten erstmal reingucken. Warum sagst du Vorsicht? Sind hier Leute drin? Ellie? Lass mal unten Ellie? Gucken. Oh, was für ein klobiger alter Gott. Fernseher. Ich halte Wache. Aha. Ihr solltet euch mal unterhalten. Machen wir. Oh, schönes Schiff. Warum sammelt man Vogelhäuser? Und enden. Okay. Aber bloß keine Munition. Ein Firefly-Anhänger! Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Vorher schon, jetzt nicht mehr. Brennt Pino 317. Wie geil ist das denn? Ich hatte gehofft, dass hier irgendwo Munition rumliegt. Aber auf dem Firefly-Anhänger habe ich jetzt weder gehofft, noch hätte ich jetzt gedacht, dass da jetzt sowas kommt. Es waren scheinbar sehr friedliebende Menschen, weil die haben weder Munition noch Waffen hier. So wie es aussieht. Wollte ich gerade sagen, du bist das, Tommy, oder? Bevor ich jetzt... Hallo? Wieso gibt es hier Ratten? Und wieso sind die... Achso, da ist Suppe drin oder sowas. Ja, die wollten sie wahrscheinlich gerade fressen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Moment, halt, stopp. War doch gerade was? Nein, das ist voll. Das ist so gemein. Und wir haben auch nichts mehr, was wir... Nee. Wir haben nichts mehr. Na gut. Ich nehme aber noch mit hier. So. Okay. Geh mal aus dem Weg hier. Ich muss zu Ellie. Jetzt wird es Zeit für ein Gespräch vom Nicht-Vater zur Nicht-Tochter. Erstmal hier links gucken.
Scheint für einen Sohn zu sein. Ein Comic-Heft. Savage Starlight. Nummer 12. Sehr schön. Jetzt war keine Ahnung, welche Nummern wir überhaupt haben. Ich weiß auch gar nicht, kann man sich das irgendwo... Ja, hier bestimmt nicht, oder? Doch, Moment. Vielleicht hier bei den... Firefly Trainingsbücher Comics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, besonders viele haben wir ehrlich gesagt noch nicht. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich weiß, dass wir, ich glaube, noch ein Drittel ungefähr vom Spiel vor uns haben. Hat man mir gesagt. Wenn es denn stimmt, ich weiß es natürlich nicht. Von der Serie her würde ich sagen, sind wir quasi schon am Ende. Aber man weiß es ja nicht. Ja, wenn wir da natürlich so wenig Anhänger geholt haben und ich meine mich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass es 30 Anhänger gibt. 30, 36, ich glaube 30. Das ist dann schon heftig. Dich nehmen wir auch noch eben mit. Oh ja. Okay, ja, Bomben haben wir ziemlich wenig. Also egal, ob es jetzt Rohrbomben waren, die übrigens ziemlich geil gegen Klicker sind. Oder irgendwas zum Flambieren oder so. Haben wir sehr wenig benutzt, muss ich sagen. Kann man die Tür hier öffnen? Okay, das ist aber nur das Badezimmer. Ich weiß nicht, ob Ellie sich unbedingt im Badezimmer versteckt. Ein Spiel, wo wir uns selbst sehen. Sehr schön. Okay, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt und mich drüber gefreut, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, zwei Räume haben wir noch. Ich denke mal, die mit der offenen Tür, da ist Ellie drin. Das hier ist noch ein Badezimmer. Oh, viele Badezimmer haben die, bitteschön. Hier oben. Oh, Badewanne. Ich würde so gerne wieder meine Badewanne haben. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gefühl besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht... Was? Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ja, die Frage ist jetzt... Ich will den jetzt so nicht... Einer ist da, aber wo ist der andere? Der ist hier nicht im Badezimmer, oder? Auf meiner Seite ist nichts! Hier auch nicht! Oh, wow! Auf meiner Seite ist auch nichts! Der war schon hier oben, oh Scheiße.
Kann man da hinten? Da kann man auch rein, ne? Wo ist der Typ denn jetzt? Hallo? Der kommt von da. Und da kann er jetzt aber nicht rum. Wo ist er denn jetzt? Steht er da hinten hinter der Wand? Ja, komm raus, komm raus. Ja, das Problem ist halt... Ich wusste es. Ich wusste, dass der sich umdreht. Wie läuft der bitte? Der eiert hier so rum? Ernsthaft? Okay. Oh, Tommy, muss das sein? Die haben doch gerade noch davon gesprochen, dass da noch welche drin sind, ne? Da kann ich nur einen Schuss machen. Der hat aber jetzt keine Munition gehabt, ne. Bleib da. Genau, bleib da. Sei vorsichtig. Wir wissen noch nicht, ob noch andere da sind, aber ich gehe mal davon aus, wenn wir hier schon so komisch hängen. Oh ja, oh ja. Und ich schätze, einer... Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hallo? Oh, verdammt! Ich bin nicht hier. Sucht woanders. Tommy, kannst du den zweiten vielleicht mal nehmen? Ich sehe nicht. Verteilen! Huch, Tommy, weg da! So. Auf jeden Fall haben wir uns Munition erstmal gespart. Ob das so clever war, weiß ich noch nicht, aber... Ach, jetzt geh doch mal einfach die Treppe ein bisschen runter, Joel. So, Moment. Der eine steht jetzt immer noch dahinter. Da scheint zumindest keiner zu sein. Bleibt der jetzt da stehen, oder was? Der wartet ab, bis ich um die Ecke gelaufen komme und den niedermetzel, oder? Ja, Güter. Also, okay. Da ist keiner. Alles sauber. Ja? Sicher, Joel? Okay. Ich vertraue dir mal. Also, die haben nichts mehr. Boah, ich hab mich gerade erschrocken. Ich wollte ihm gerade voll eine reinhauen. Oh, ey. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los.
Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns noch mal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.